Post heißt Tempo und Präzision. Also pro Tag laufen hier 1 Million Sendungen durch. Der Weg des Briefes ist genau durchgetaktet. Mensch und Maschine Hand in Hand. Das Persönliche halt noch, dass es nur noch Menschen gibt, die Postkarten schreiben oder Briefe schreiben. Weil der persönliche Kontakt ist ja schon ziemlich wichtig und die meisten Leute über WhatsApp oder E-Mail nur was schreiben. Finde ich das schon schöner, wenn man dann auch mal ein paar Briefe kriegt. Oft wird der Postbote schon erwartet. Nachrichten von unseren Lieben geschrieben mit der Hand. Das hat einen besonderen Wert. Aber wie kommt der Brief vom Absender zum Empfänger? Irgendwo in Elmshorn am Nachmittag. Morgen soll der Freund in Hamburg diesen Brief lesen. Mein lieber Freund Tore, nun haben wir uns schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen und auch nichts voneinander gehört. Das finde ich sehr schade. Nun mache ich heute einfach den Anfang und schreibe dir. Wie ist es dir in all den Jahren ergangen? 17 Uhr. Der Brief ist noch nicht einmal fertig geschrieben. Da macht sich Anke Kummer schon auf den Weg. Ihre Aufgabe, sie muss Briefkästen leeren und die Briefe ins Briefzentrum bringen. Zurzeit fahre ich im Durchschnitt so 150 Kilometer am Tag. Es liegen aber so im Schnitt immer so 20 bis 30 Stops ungefähr. Es sind Briefkästen, Postfilialen, Firmen, die man mal ranfährt, um die Firmenpost rauszuholen, die am nächsten Tag auch in der Zustellung gehen sollen. Dabei ist Eile geboten. Die Fenster sind manchmal ganz schön eng, ja. Es kommt aber auch ganz darauf an, wie der Verkehr ist. Ne? Mal ist mehr los auf den Straßen, mal ist weniger los auf den Straßen. Klar hat man dann immer so diesen P im Auge, weil man ja doch immer versucht, im Zeitfenster zu bleiben. Aber mittlerweile, ich mache das jetzt schon so lange, ich bin einfach abgebrüht. Allein in Hamburg und Schleswig-Holstein steuern die Kastenleerungsfahrer jeden Tag 840 sogenannte Filialen an. Du bist kalt geworden, frisch geworden, ne? Finde ich auch. Du hast ja auch nicht so viel, oder? Nee, heute nicht. Aber die schlimme Zeit kommt ja noch, ne? Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe gehört, die dörfliche Post beim Bäcker machte zu. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das doch vielleicht. Und dann war das ziemlich problemlos. Dann habe ich ihm die kleine Poststelle gemacht. Und jetzt bin ich hier die Christel von der Post. Kioske, Bäcker und Supermärkte. Viele Postfilialen werden nicht mehr von der Post selbst geführt. Der ehemalige Staatskonzern ist ein modernes Aktienunternehmen geworden. Postbeamte werden weniger. Kastenleerungsfahrerin Anke Kummer arbeitet für einen Dienstleister. Gemeinsam mit 5000 Postmitarbeitern in Schleswig-Holstein kümmert sie sich jeden Tag darum, dass nichts ins Stocken gerät, die wertvolle Fracht nicht verloren geht und pünktlich ankommt. Die Absender erwarten, dass die Briefe innerhalb von 24 Stunden ihr Ziel erreichen. %85 der Briefe werden von Firmen geschickt, 15% sind Privatpost. Unser Brief ist fertig. 17.30 Uhr. Kurz vor Kastenleerung geht er unwiederbringlich auf die Reise. Stressig ist das, wenn so Leute am Briefkasten sind, die irgendwas reingeschmissen haben und das unbedingt wieder haben wollen. Alles, was ja im Briefkasten drin ist, ist ja Eigentum der Post und ich darf es nicht rausgeben. Auch wenn sie mir den Ausweis zeigen oder wie auch immer. Es geht einfach nicht. Ich mache mich damit ja selber strafbar. Und dann wird es echt stressig, weil Leute dann auch echt gemein werden können. Briefkasten auf und schnell den Strichcode gescannt. So kann Anke Kummer belegen, um welche Uhrzeit sie die Post abgeholt hat. Heute ist alles gut gegangen. Aber es gibt schon irgendwelche Jugendlichen oder wie auch immer, die immer solche Streiche spielen. Ich könnte mich da auch manchmal drüber aufregen, weil ich habe das mal gehabt an irgendeinem Briefkasten. Dann mache ich den Briefkasten auf, es war ein kleiner mit der Klappe. Und da lief mir dann die ganze alte Milch entgegen und es war ekelig. 18 Uhr. Ihre Runde geht zu Ende. Briefe raus und Feierabend.
Die Zeit läuft. Hier melde ich mich wieder an, dass ich angekommen bin. Die 50 Mitarbeiter der Spätschicht warten schon auf Material. Im Briefzentrum Elmshorn kommen alle Briefe aus dem Postleitzahlenbereich 25 an. Also von der dänischen Grenze über die Westküste bis hin zur Elbe. Unser Brief ist nur einer von 1 Million Briefen, die hier jeden Tag bearbeitet werden. Hallo. Hallo. Wunderbar, super. Alles gut gelaufen? Alles super. Wunderbar, schön. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, ne? Ja, okay. So. Ciao, ciao. Jo, tschüss. Schichtleiter Thorsten Münster übernimmt die Ladung. Nun kann die Sortierung beginnen. Zunächst mit der Hand. Wir trennen hier das Format, und zwar Kurzbriefe bei uns, also die normalen Standardbriefe. Und da oben kommen Groß- und Maxi-Briefe drauf. Die Mitarbeiterinnen müssen außerdem darauf achten, dass die Briefe flexibel und dünn genug sind, um durch die Maschinen zu laufen. Sonst kann es auf der weiteren Reise der Briefe zu Verzögerungen kommen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, wir sind bald fertig. Nochmal ordentlich einen Schlag mit reinhauen, das ist schön. Alle Plätze besetzt, da muss nur einen suchen. Die 25 Frauen in der Briefordnerei brauchen gutes Augenmaß und einen klaren Kopf. Das ist zu schwierig, um das zu unterscheiden. Weil da gibt es viel zu viele verschiedene Formate. Bei den kleinen Standard ist es ja normal. Aber es gibt ja eben halt DIN A5 Umschläge, DIN A4 Umschläge, C6er und sowas. Da gibt es viele Unterschiede und deshalb kann das eine Maschine nicht machen. Da sind unsere Handarbeit noch wichtig. Der hellblaue Brief aus Elmshorn ist Standard und ab jetzt maschinenfähig. Doch bevor es richtig losgeht, müssen er und die anderen Briefe ordentlich aufgereiht werden. Im nächsten Schritt werden die Briefmarken entwertet. Vollautomatisch. Ja, das ist die Stempelmaschine. An diesen beiden Kameras erkennt die Maschine, wo die Briefmarke ist. Weil die Briefmarke muss dieser Maschine immer unten sein, weil wir hier die Stempel angegeben haben. Es ist egal, auf welcher Seite die Briefmarke ist. Wir haben einmal einen Stempel auf der rechten Seite und einen Stempel auf der linken Seite. Ist die Maschine sauber, läuft das reibungslos. Viele Leute, wir sind ja hier an der Nordseeküste, sind im Urlaub hier und möchten gerne ihrer Verwandtschaft eben halt Sand zuschicken oder sowas und tappen das in so einen Briefumschlag. Wenn der hier ankommt und aufreißt, dann ist die ganze Maschine verdreckt und wir müssen sie zwischendurch reinigen. Das dauert. Aber nicht so lange wie das Abstempeln der Großbriefe, für die es keine Stempelmaschine gibt. Jede Briefmarke wird einzeln entwertet und geprüft. Anders als bei der Maschine. Das letzte Fach, da sind zum Beispiel Sendungen drin, wo die Briefmarke nicht erkannt wird. Oder so eine zum Beispiel. Das ist eine falsche Briefmarke, die ist nicht gültig. Das hat die Maschine gleich erkannt, weil wir dort Kameras drin haben und die sehen, ob die Briefmarken gültig sind oder nicht. Nächste Station, die Lese- und Kodiermaschine. Auch hier ist eine Kamera eingebaut. Über Rollen und Bänder werden pro Stunde 45.000 Briefe an dieser Kamera vorbeitransportiert. Im Rekordtempo liest die Maschine die Adressen auf den Umschlägen aus. Statt Straßennamen, Hausnummern, Postleitzahlen und Städten werden kleine orangefarbene Striche auf den Brief gedruckt. Alle folgenden Maschinen lesen nur noch diesen Strichcode und bringen den Brief näher ans Ziel. Und dann läuft er hier eben halt längs und läuft in das entsprechende Fach, wo das eben halt hingeht. Bei uns jedenfalls, wo der Brief nach Hamburg geht, in das Fach direkt zum Briefzentrum Hamburg. Um 21.30 Uhr haben Schichtleiter Thorsten Münster und seine Mannschaft die Briefe bearbeitet. Und unser Brief startet den nächsten Abschnitt seiner Reise. Es ist die erste von 5 Touren von Lkw-Fahrer Christian Zach in dieser Nacht. Er hat es eilig. Schlechtes Wetter ist angesagt und viel Verkehr.
mit der Zeit, die Tour fahre ich jetzt seit Mai, kennt man dann so ein paar kleine Schleichwege, die man anders fahren kann, parallel zur Autobahn, um dann den ganzen Stau dann aus dem Weg zu gehen. Und ansonsten dann in Hamburg anrufen, Bescheid sagen, dass es später wird und dann ist das auch kein Problem. Christian Zach ist im Zeitplan. Doch nur wenn auch seine Kollegen pünktlich sind, kann er rechtzeitig die Briefe für seine nächste Tour übernehmen. Das fein abgestimmte Timing der LKW gerät schnell aus dem Takt. Wenn es mal wieder schneit, dass dann die Kollegen später dran sind, je nachdem, wie die Straßen halt freigeräumt sind. Oder die Pkw-Fahrer sich dann anstellen, als wenn sie den ersten Schnee sehen würden und dann nur lang kriechen. Für Christian Zach ebenso ärgerlich die Dauerbaustellen auf der A7. Schön, dass sie vorher nicht mal ein Schild hinmachen, dass hier einer steht. Während Zach und der Elmshorner Brief noch auf der Autobahn sind, kommen die ersten Kollegen schon in Hamburg-Altona an. Abteilungsleiter Florian Bernd Lilienthal übernimmt heute die Nachtschicht, überwacht die ankommenden Sendungen und den Zeitplan. Wir sind natürlich mit allen Prozessen genau getaktet. Wir müssen hier in der laufenden Nachtschicht um 6:30 fertig sein. Dann gehen die LKWs raus zu den Zustellstützpunkten, zu den Kollegen der Briefzustellung. Und deswegen ist Pünktlichkeit besonders wichtig. Hamburg, 22.30 Uhr. Kein Schnee, kein Stau, alles gut gegangen. Macht sehr viel Spaß. Auch dann, wenn man in Hamburg ist, man kennt ja die Leute dann mit der Zeit und kann dann seine Späßchen machen. Und die Fahrer, die kennt man auch alle, die da sind. Dann hat man immer ein bisschen was zu erzählen, was dann gerade am Tag alles so passiert ist. Die LKW-Fahrer kommen viel herum. Jedes Jahr transportieren sie 19 Milliarden Briefe quer durch Deutschland und 1 Milliarde durch Hamburg. Sie pendeln dabei zwischen 82 Briefzentren. Hier wird jede Nacht die Post an die Menschen in Hamburg und Umgebung sortiert. Wir sind hier eins der größten Briefzentren in Deutschland, der sogenannten Größe XXL. Wir haben alle Briefzentren in Deutschland nach Produktionsgröße, in Kleidergrößen eingeteilt, deswegen von S bis L und XXL. Wir haben in der Nachtschicht die größte Sendungsmenge. Nachts sortieren wir bis zu 1,5 Millionen Sendungen und damit sind wir das größte Briefzentrum in ganz Deutschland. An 7 Tagen in der Woche wird hier gearbeitet. Von Montag bis Samstag rund um die Uhr in 3 Schichten. Am Sonntag von 15 bis 21.30 Uhr. In der Masse fällt der Brief aus Elmshorn nicht weiter auf. Andere schon. Also da sind auch teilweise Urlaubsgrüße dabei. Gestern hatte ich eine kleine Glasflasche, die war von Föhr. Und hat dann einer eine Glasflasche dann als Post verschickt. Und das ist eine schöne Sache, die man dann sieht. Persönlich geschrieben finde ich immer auch persönlich schöner als wie diese Standardbriefe, die überall kommen oder E-Mails. Damit diese Briefe tatsächlich ankommen, muss alles gut beschriftet sein. Hier sehen wir jetzt die Behälter für die entsprechenden Bearbeitungsbereiche. Die großen Kisten laufen an die Großbriefsortieranlage. Dort sortieren wir die Formate DIN A4 und DIN A5. Unser Brief befindet sich in einem kleinen Behälter. Auf dem Etikett ist schon die nächste Station vermerkt, die ILVM, also die integrierte Lese- und Kodiermaschine. Sie sortiert alle Briefe, deren Postleitzahlen mit 22 beginnen. Alle anderen gehen einen anderen Weg. Das klingt kompliziert, macht aber nichts. Schließlich liest die sogenannte automatische Entladevorrichtung die Etiketten selbst aus und transportiert jeden Behälter genau dorthin, wo er bearbeitet werden soll. Dass die Deutschen immer weniger Briefe schreiben und die Anzahl der Briefe jedes Jahr um 2% sinkt, merkt man hier nicht. Kilometer lang rollt der Behälter über das Fließband. Abteilungsleiter Bernd Lilienthal weiß, wohin die Reise geht.
und wartet schon bei den Mitarbeiterinnen an der Lese- und Kodiermaschine. Ja, dann noch eine angenehme Schicht. Ja. Viel Spaß noch für den Rest. Ne? Ja, danke. Den einen oder anderen kennt man mit Vornamen, alle natürlich nicht. Insgesamt haben wir an diesem Standort hier 700 Mitarbeiter. Und da ist es natürlich auch eine Herausforderung, jeden auch persönlich ansprechen zu können. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist die Post einer der größten Arbeitgeber. Trotz der modernen Maschinen, Mitarbeiter aus Fleisch und Blut werden immer noch gebraucht. Zum Beispiel, um die Maschine mit Briefen zu füttern. In der Spätschicht liest die Lese- und Kodiermaschine die Adresse und druckt den Strichcode auf die Umschläge. In der Nachtschicht werden nur Briefe bearbeitet, die für Hamburg bestimmt sind. Sie kommen aus anderen Briefzentren und haben schon einen orangefarbenen Strichcode. Nun müssen die Briefe nur noch den einzelnen Stadtteilen zugeordnet werden. Für die Maschine eine leichte Aufgabe. Meistens. Wir brauchen Briefe, die sehr kontrastreich sind. Das heißt, wir lieben weiße Umschläge. Wir haben, das kennen Sie vielleicht vom Kopieren zu Hause, vom Scannen, wenn wir rote, blaue und grüne Umschläge haben, dann haben wir mit der Kodierung entsprechende Probleme. Je weißer der Briefumschlag ist, desto besser können wir auch später die Kodierung und auch die Anschrift lesen. Die Briefe rasen mit einer Geschwindigkeit von 3,5 Metern pro Sekunde durch die Maschine. Für das menschliche Auge sind sie nur in Zeitlupe zu erkennen. Die Informationen aus dem Code zu verarbeiten, dauert einen Moment. Deshalb drehen die Briefe auf dem sogenannten Schattenbahnhof ein paar extra Runden, ehe sie in einem der Fächer landen. Im Fach für Hamburg-Othmarschen angekommen, heißt es dann für unseren Brief noch einmal warten. Für die Mitarbeiter hingegen geht die Arbeit weiter. Briefe, die Maschine nicht lesen kann, laufen in das Reject-Fach und werden von uns dann in einem weiteren Sortiergang noch mal besonders bearbeitet. Bei den Briefen in diesem Behälter stimmt etwas mit der Adresse nicht. Deshalb landen sie auf dem Schreibtisch von Cornelia Wiechhorst in der Adressermittlung. Sie sucht in der Datenbank nach Möglichkeiten, die Briefe trotz fehlender Angaben noch ans Ziel zu bekommen. Doch das klappt nicht immer. Fußbüttler Straße, ohne Hausnummer. Manchmal verrät der Umschlag weder, wer den Brief auf die Reise geschickt hat, noch wohin er gehen soll. In solchen Fällen müssen die Adressfachleute der Post in Marburg ran. Sie haben die Sondererlaubnis, die Briefe zu öffnen und nachzuschauen, ob der Inhalt etwas über den Empfänger verrät. Oft kann aber auch Cornelia Wiechmann weiterhelfen. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Herr Uwe Seeler ist 80 geworden und man kriegt noch so viel Post an ihn. Hier steht Hamburg-Norderstedt. Ich meine, er wohnt da irgendwo, aber ich weiß nicht genau wo. Wir dürfen ja auch nichts nachsehen im Google oder so. Und dann geht er eben zum HSV. Ich denke mir, dass die den Brief dann weiterleiten. Und dann als Empfänger den HSV. Ja, in der Silvesterallee, Postfach. Und dann war das genau unter Uwe Seeler. Und dann geht das in die Handsortierung. Die Datenbank und jede Menge Berufserfahrung helfen. Bei Briefen an Oma Müller und bei denen an die Hamburger Prominenz. In Hamburg. Auch Helmut Schmidt hatten wir eine lange Zeit, wie er schon verstorben war, dass da immer noch Sendungen kamen. Die Anschrift war dann bekannt hier und dann hat man das immer noch hingeschickt, auch wenn er eben schon tot war. Aber auch die Angehörigen freuen sich ja dann wahrscheinlich, wenn sie dann noch Post bekommen, Trauerkarten etc. Die Briefe an Uwe Seeler, Oma Müller und Helmut Schmidt gehen nach der Adressermittlung in die Handsortierung. Genauso wie alle Briefe, die zu bunt, zu dick, zu breit oder zu steif für die Maschinen sind. Die Damen sind zwar nicht ganz so schnell wie die Maschinen, aber genauso zuverlässig. Und auch auf die LKW ist Verlass. Die letzten Sendungen aus den entferntesten Ecken der Republik befinden sich auf der Zielgeraden. Bald kann der letzte Arbeitsschritt der Nachtschicht beginnen. Das ist die große Herausforderung. Wir wollen alle Sendungen für den Zusteller sortieren,
Das heißt, wir müssen auf den letzten Brief warten. Erst dann können wir starten. 5 Uhr am Morgen. Die Arbeit an den sogenannten Gangfolgesortiermaschinen beginnt. Sie sollen die Arbeit der 87.500 Postboten deutschlandweit erleichtern. Wir sortieren hier nach dem Prinzip der gepackten Tasche. Für den Zusteller werden alle Standard- und Kompaktbriefe in seine Gangfolge sortiert. Das heißt, in der ersten Kiste ist sein erstes Haus und am Ende der letzten Kiste befindet sich sein letztes Haus. Damit das so klappt, müssen die Briefe 3-mal durch die Maschine laufen. Zuerst werden sie gezählt und die Zustellbezirke analysiert. Dann sortiert die Maschine grob vor. Beim letzten Mal prüft sie die Hausnummer, Straße und die Reihenfolge der Briefe. Wie genau das funktioniert, weiß hier auch niemand. Das ist das Betriebsgeheimnis des Maschinenbauers. Am Ende finden alle Briefe ihren Platz in einer Kiste. Auch der aus Elmshorn. Er wird nun in einen LKW verladen, der ihn zum Beseler Platz in Othmarschen bringt. 7.45 Uhr. Unterwegs zum Zustellstützpunkt. Der Ort, an dem sich die Briefträger auf ihre Touren vorbereiten. Hier am Beseler Platz arbeiten insgesamt 50 Zusteller, die 24 verschiedene Bezirke versorgen. Sie warten schon auf die Lieferung. Schließlich dauert das Austragen bei Schnee immer ein bisschen länger. Ab hier ist Post Handarbeit, ohne Maschinenunterstützung. Postbote Ralf Richter und seine Kollegen erkennen an den Etiketten, welche Kiste für wen bestimmt ist. Die Vorarbeit im Briefzentrum hilft den Zustellern. Trotzdem können sie nicht einfach die Kisten packen und losfahren. Ich versuche jetzt gerade, die Post zu sortieren. Das hier alles geprüft, ob die Nachzahlungsanträge alle rausgesortiert sind. Weil wir haben hier Nachzahlungsanträge, da sind gelbe Karten drin. Und diese gelben Karten sagen uns, da ist ein Antrag. Und dann müssen wir die Post raussortieren für die Sachen. Dann haben wir hier hinten immer einen Teil, der nicht sortiert ist, den die Maschine nicht sortieren kann. Und den dürfen wir dann hier einstellen. Den dürfen wir nacharbeiten. Das Wissen eines erfahrenen Briefträgers ist eben durch Computer nicht zu ersetzen. Ja, das ist eine Maschine, die uns die Post vorbereitet. Da ist öfter mal was schief. Da läuft mal was schief. Das ist ganz normal. Ein guter Zusteller kennt jeden Hausbriefkasten in seinem Bezirk und die dazugehörigen Namen. Wenn die Maschine und die Adressermittlung nicht weiter wissen, gibt es also dennoch Hoffnung, dass der Brief sein Ziel erreicht. Doch Zusteller sind rar. Wir finden kaum noch Leute, die diesen Job machen wollen. Wir haben auch Quereinsteiger, die bleiben gar nicht. Von 10, die wir ausbilden, bleibt einer. Nee, sagen Sie, das ist nicht mein Job, das ist ja Akkordarbeit. Ja, es ist eine Leidenschaft aber auch. Also ich liebe diesen Job. Ich bin hier, sind 4 Stunden Arbeit und da draußen ist Hobby. Das ist mein Hobby. Da habe ich einfach nur Spaß dran. Bewegung, draußen frische Luft, kein Chef vor dir, ganz für dich alleine. Das ist das Gute. Jeder Zusteller trägt jeden Tag etwa 1.500 Briefe aus. Zu viele, um sie alle auf einmal zu transportieren. Doch zum Glück gibt es die sogenannten Ablagen, an denen die Briefe auf der Strecke zwischengeparkt werden. 9.30 Uhr. Die Ablagenfahrer stehen bereit, um ihre Fracht in die einzelnen Bezirke zu bringen. Die Zusteller selbst können nur 3 Kisten auf ihren Rädern transportieren. Dann ist die Gewichtsobergrenze von 50 Kilo erreicht. Im selben Gebäude der posteigene Fahrradkeller. Hat er mein Fahrrad jetzt repariert oder nicht? Scheinbar nicht. Das Fahrrad ist weg. Dann nehmen wir das. In ganz Deutschland hat die Post fast 25.000 Fahrräder. In Hamburg sind es 1.200. Die müssen alle instand gehalten werden. Normalerweise steht das alles vorbereitet da.
Das ist ja nicht zu glauben. Das ist ja ein Fahrtisch. Wo die es verbogen haben hier. Tatsächlich. Ist nicht dein Tag heute. Doch dann ist es soweit. Ralf Richter startet seine Tour. Es ist 10 Uhr. Die Radwege sind frei. Das Wetter kein Problem. Wenn es jetzt Blitzeis geben würde, da gibt es Schwierigkeiten. Aber da haben wir eigentlich Spikes für, die wir dann überziehen dürfen über die Schuhe und dann loslaufen dürfen. Aber wir haben auch die Berechtigung, das abzubrechen. Also wenn es wirklich partout nicht geht. Aber in meinen ganzen 31 Jahren ist es einmal vorgekommen, dass ich abgebrochen habe. Ansonsten bin ich eigentlich bei jedem Wetter draußen gewesen. Das gibt's eigentlich auch. Und schlechtes Wetter kenne ich auch nicht, weil es gibt nur falsche Klamotten. Ralf Richter ist Radprofi und sieht es sportlich. Die Briefe sind unter einer Regenhaube geschützt und die Kleidung der Postboten ist speziell für ihre Ansprüche entwickelt. Auch die Schuhe. Sie müssen leicht sein und brauchen Grip. Im Schnitt verschleißt ein Zusteller 2 Paar Schuhe im Jahr. Sie legen täglich mehrere Kilometer zurück. Aber Ralf Richter weiß, wofür. Ich habe schon einen ziemlich engen Bezug zu den Leuten. Mitunter bin ich ja länger da, als die Kunden hier wohnen, sag ich mal. Und ich weiß, wo auch die Familienverhältnisse mitunter ruft. Die Tochter wohnt, wo sie in der Nähe wohnt, wo ich was abgeben kann. Die haben sich an mich gewöhnt, ich habe mich an sie gewöhnt. Die wissen über meine Kinder Bescheid, ich weiß über ihre Kinder Bescheid. Alles ist straff durchorganisiert bei der Post. Gerät nur ein Rädchen im komplexen Getriebe der Organisation ins Stocken, wird es holprig. Überall auf dem Weg des Briefes versuchen Menschen und Maschinen, den Zeitplan einzuhalten. Auch Ralf Richter. Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit. Denn er weiß, seine Kunden warten schon auf ihn. Und auf die wertvolle Fracht in seinen Kisten. Von einer älteren Dame, die um die 90 ist und mir mal einmal gesagt hat, Herr Richter, wissen Sie, früher habe ich dir vertraut, der Polizei, dem Soldaten und dem Postboten. Heute gibt es nur noch einen, dem ich vertraue, und das ist der Postbote. Und dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Weil das ist so ein richtig schöner Beweis, dass man seine Arbeit mit Freude und Lust macht und das auch derjenige spürt. Das sind die schönen Geschichten. Wenn man so 31 Jahre auf, Zusteller ist und 21 Jahre auf dem Bezirk, gehört man auch irgendwie zur Familie, merkt man. 12.30 Uhr, der Brief ist angekommen. Weniger als 24 Stunden nach dem Einwurf.